Hi Leute, ich bin's Mega Valencia 10. Ich hoffe, mein Mikro spielt halbwegs mit, ist aber auch egal. Ja, ich möchte euch heute das 10. PaintNet Tutorial liefern. Und zwar geht es heute darum, ja, texturierte, sagen wir mal, texturierte Schrift zu haben, beziehungsweise bunte Schrift oder was auch immer. Ja, das kam eben jetzt, da wurde ich gefragt und da möchte ich kurz die Antwort geben. Dafür muss ich aber jetzt mal ganz kurz eine Textur aus dem Internet laden, kleinen Moment. So, okay, habe ich jetzt. Das füge ich jetzt einfach mal hier ein und setze das hier einfach mal so hin. Müssen wir jetzt gerade aber auch noch gar nicht tun. Können wir später machen. Das reicht, wenn wir es später machen. Wir fügen als erstes einmal eine neue Ebene ein und machen zum Beispiel hier einfach mal was Blaues hin. Und wir setzen jetzt hier einfach so eine Schrift hin, zum Beispiel die Schrift Test. Und ruhig ein bisschen größer. Das ist jetzt die Schrift, die wir texturieren wollen. Also wir wollen hier eine Textur drauf haben, dass sie nicht einfach nur schwarz ist, diese Schrift. Sondern ein bisschen interessanter. Ja, und wie machen wir das am besten? Erstmal bei dieser Ebene hier, oder was heißt erstmal? Bei der Ebene 2 hier, da müssen wir mit dem Zauberstift die schwarze Schrift auswählen. So, die Steuerung-Taste gedrückt halten, dann kann man das schön alles gleichzeitig markieren und dann drücken wir die Entferntaste. Jetzt ist die Schrift gerade weiß, das liegt daran, dass hier unter der, also darunter auf dieser Ebene, ist ja noch das Weiße. Da können wir jetzt einfach unsere Textur reinhauen, so. Und jetzt sehen wir schon, aha, tatsächlich haben wir hier eine Holztextur als Schrift. Das kann man natürlich noch viel schöner machen. Zum Beispiel einfach hier so, ja, das so anpassen. Und wenn wir jetzt hier rangehen, kann man sehen, aha, tatsächlich ist das Ganze eine Holztextur. Das kann man natürlich mit vielen anderen Texturen machen und sich selbst so schön zurechtfertigen, wie man es gerne möchte. Jedenfalls funktioniert das, wenn man das am Anfang auf Transparent setzt, so kann man dann eben die Schrift ändern. Und jetzt könnte ich ja zum Beispiel auch wieder den Hintergrund einfach entfernen. Upsala. Moment. Erstmal einfügen, so. Den Hintergrund entfernen. Und jetzt hätte ich wirklich auch nur diese Testschrift hier. Also das, was ich haben will. Und das kann man ja dann irgendwo hin tun, wo man es eben nicht haben, gerade hinhaben will oder sonst was. Ich hoffe, ich konnte soweit helfen. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Falls ihr Wünsche zu einem anderen Tutorial habt, dürft ihr das auch ganz gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.